Schönen guten Morgen, das wird der erste Tag an der Nordschleife und wir beginnen gleich mit einer fantastischen Reise, denn ich werde gleich ein Rennauto bewegen auf dem Ring für 4-5 Runden. Das wird sehr geil. Übrigens an der Stelle schöne Grüße gehen raus an Adrenalin Motorsport. Das ist hier einfach absolut geil, was man so für die Leute macht. Wir haben jetzt gerade ein Briefing, bevor wir auf die Strecke gehen. Und uns wird jetzt alles erklären, was wir wissen müssen für den Verkehr auf der Strecke. So, Briefing ist durch. Ich habe jetzt sporadisch da nur mitgemacht, weil ich das gestern Abend schon bekommen habe. Ich war ja schon hier und saß auch schon im Auto und Einweisung ins Auto habe ich auch bekommen. Das wird jetzt gleich ein Kracher. Ich bin doch tatsächlich sehr gespannt, was das wird auf der Rennstrecke. Da sind schon ein paar draußen, also auch GT3s und ein paar zügige Autos. Den Zack habe ich auch schon kennengelernt. Wird spitze. Mhm. Die Aufregung ist auf jeden Fall noch gering und all fluids are drained. Also bei mir sind alle Pipes leer. Das heißt, ich bin vorbereitet, nicht so wie bei der Taxifahrt mit Tim. Das heißt, ich kann mir nicht in die Hose schippen. Das wird gleich richtig gut. Ich bin gespannt. Mal gucken, wann die Aufregung kommt. So, Spiegel einstellen. Ja. Du bist gepasst. Ja, sehe ich, aber hinten passt auch. Gut. Ja, sehe ich alles. Wunderbar. Dann Gang rein. Bremse treten und hier drücken und nach hinten. Dann haben wir einen Griff, ist drin. Ja, okay. Und wenn der sagt los, dann können wir los. Dann
ob das hängt. Das ging auch beim Schalten nicht. Also hier steht P. Ah, okay, ja, dann. Das hängt, glaube ich. Ja. Ich gehe von der Bremse, ist alles gut. Fertig? War alles gut? Ja. Also meine Fahrt jetzt auf dem Nürburgring ist rum. Das war schon krass. Also sage ich euch, wie es ist. Ich spiele mit dem Gedanken, meine Lizenz zu machen und das einfach irgendwie mal zu frönen. Ich habe noch keine Ahnung wie und was und warum, aber es war wirklich schon ziemlich geil an der Stelle. Das muss ich mal sagen. Das hat mich schon echt ein bisschen mitgenommen. Ich werde jetzt hier die restlichen Tage, quasi heute und morgen noch, die ganze Zeit hier an der Strecke sein, bei Adrenalin und auch ein bisschen rumlaufen und mir das alles mal angucken. Und dafür kriegst du dann nochmal ein separates Video. Da sehen wir uns dann definitiv in der nächsten Episode von Dizzy ist an der Rennstrecke zu Besuch. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß. Vielen Dank, dass ihr euch das Video angeguckt habt und bis zum nächsten Mal.